Hallo und herzlich willkommen zur MTV Top 100, der einzigen Talk-Chart-Show im deutschen Fernsehen. Und das nicht mal was ist. Ich habe aber nicht nur die Charts heute für euch dabei. Nein, ich habe auch Gäste, sehr schlaue Gäste, wie ich finde, heute. Zum einen ist es die australische Volkssängerin Cat Frankie. Dann kommt noch der Tausendsasser Rockstar zu mir ins Studio. Und natürlich Musik, Musik, Musik. Mit der fangen wir auch gleich an. Everybody's Lieblingsband im Moment, habe ich das Gefühl. Hier sind Anne-Mai Kantereit mit ihrem ganz persönlichen Song zur Legalisierung von Cannabis in Kanada. Hier für euch Anne-Mai Kantereit mit Ich gehe heute nicht mehr tanzen. Bitte schön. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich gehe heute nicht mehr raus. Ich rauche heute Pflanzen. Ist es noch mehr wert? Einmal, das kommt nie zurück, es bleibt bei einmal. Doch ich war da zum Glück, nicht alles kann ich wieder haben. Freude, Trauer, Liebe war. So, da sind wir auch schon wieder. Und ich komme direkt zu meinem ersten Gast. Es ist eine australische Volkssängerin, wie ich gerade schon gesagt habe. Sie lebt aber schon seit einiger Zeit in Berlin, seit 14 Jahren genau gesagt, hat ihr viertes Album dieses Jahr veröffentlicht. Bad Behavior heißt das. Hier ist für euch Cat Frankie. Hello. Hi. Good to see you. We need you to take a picture. Warum rede ich eigentlich Englisch? Wir können Deutsch sprechen. Okay. Tschüss. Yay, und ich hatte meinen Finger wieder im Bild. So, wir legen es so rum, gleich kommt die große Überraschung. Okay. Ich sag dir, es wird das schönste Bild deines Lebens sein. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast gestern einen Preis gewonnen. Den Preis für Popkultur. Also, nein, bitte sprich mich nicht darüber, sprich mich darüber. Als Popkultur für die Lieblingskünstlerin. Ja. Wie unerwartet war das? Ziemlich unerwartet. Ich habe gesehen, du warst sehr, du hast erst geschockt. Auf Englisch gesprochen, erst auf Deutsch, aber ich war doch auf Englisch. Du hattest tatsächlich keinen blassen Schimmer, dass das passieren wird? Oder? Also ich hatte vielleicht eine Ahnung, dass es möglich wäre, aber ich war trotzdem überfordert. Deswegen ist es, wenn man, also ich kann vor ziemlich viele tausende Leute singen, aber wenn man reden muss, ist es wirklich, wirklich schwer. Ja. Und es ist auch alle unsere Freunde und Musikindustrie und so. Und ich war einfach ein bisschen aufgeregt und es war mir ein bisschen zu viel. Okay, aber du hast es überlebt, du bist hier. Ich bin hier. Was bedeutet das für dich? Ist das schon was, wo du sagen kannst, du bist extrem stolz darauf, dass das passiert ist? Oder bist du jemand, der sagt, so Preise, ist mir eigentlich egal? Ja, ich wünsche, dass ich so wäre, dass es egal war, aber ich bin, also ich komme nicht aus Deutschland, ich bin seit 15 Jahren hier und ich habe also für sehr viele Jahre Musik gespielt, im Cafés und Kellern und überall und es war ein langer Weg für mich und gestern Abend war... Hat sich das ausgezahlt. Ja. Ich glaube, du warst tatsächlich auch die einzige weibliche Künstlerin, die da gestern was gewonnen hat. Es gab heute so ein paar Debatten darüber, ob das vielleicht irgendwie nur 5% weibliche Nominierung. Hast du da eine Meinung zu? Ja, natürlich. Dann raus damit, raus damit. Nee, also erstens, ich weiß, dass die Leute vom Preis sagen, das ist ein Industriepreis. Es wird von Industrieleuten gewählt und gewotet und so. Aber natürlich, also es ist ein bisschen Chicken und Egg Situation. Also viele Leute sagen, hey, das verspiegelt das Industrie und andere, die Industrie und andere Leute sagen, hey, wir müssen vielleicht die Regeln ändern und wir müssen einfach die Chance für Frauen erhöhen und to empower women. Ja. Und also irgendwie müssen wir ein bisschen von beides unterstützen. Okay. Aber das ist ja ein guter Anfang dann schon mal gewesen. Du hast ihn gewonnen und vielleicht bereitet das den Weg für eben genau so eine Diskussion auch. Ich weiß nicht, ob dein Video Bad Behavior schon irgendeinen Preis gewonnen hat. Wahrscheinlich nicht. Nee, das war für die Echo nominiert. Oh, aber das habe ich verloren. Okay, hast verloren. Das Video schauen wir uns jetzt trotzdem an. Cool. Hier ist dein Video Bad Behavior. Bitteschön.
Herzlich willkommen zurück bei der Top 100. Bei mir ein Glück immer noch Cat Frankie. Und ich habe hier dein aktuelles Album vor mir, weil das verlosen wir nämlich heute. Und zwar, oh ja, cool. Dreimal. Du darfst es auch gerne selber nochmal halten. Okay. Und vorführen, wie man das so präsentiert. Teleshopping. Wir verlosen es dreimal. Und zwar schreibt uns einfach per Direktmessage auf all unseren Social Media Kanälen, wann ihr euch das letzte Mal so richtig schlecht benommen habt. So, wir wollen alle eure düsteren Geheimnisse wissen. Wann war das bei dir? Oh, das sage ich nie. Gestern. Gestern Abend. Nach dem Verleihung. Sehr gut. Okay, wir haben eine kleine Kategorie, die heißt Warm-up. Das sind kurze Fragen und vielleicht hoffentlich kurze Antworten. Wir machen das so schnell, wie du heute dazu in der Lage bist. Hier kommt für euch das Warm-up. Okay, let's go. Okay. Wo hattest du dein erstes Konzert? In Australien, in einem Pub, aber es ist, als ich 23 war. Wow. Was war die beste Entscheidung deiner Karriere? Nach Berlin zu kommen. Wann hast du Herbert Grönemeyer das letzte Mal gesehen? bei meinem Konzert in der Volksbühne dieses Jahr. Okay. Ja. Was zieht dich nach Berlin zurück, wenn du in Australien warst? Kannst du das nochmal fragen? Was zieht dich nach Berlin zurück, wenn du in Australien warst? Also wenn du wieder zu Hause warst, im ja. Urlaub? Ja. Warum willst du wieder nach Berlin zurückkommen dann? Weil ich wohne seit 15 Jahren hier und Berlin ist eine sehr kreative Stadt und es ist einfach easier und leichter und besser Musik hier zu machen als in Australien. Okay, was ist an dir typisch australisch? Strände, Sonne. An dir als Person? Auch als Mensch. Also, ich bin die Sonne. gibt es sowas überhaupt nicht? Nee. Was ist das Wort? I swear too much. Also du fluchst ja, zu viel. Ja, viel zu viel. Wessen Karriere bewunderst du am meisten? Was für eine Karriere? Von einem Musiker oder irgendjemandem Karriere? Also für mich? Who do you desire the most? Admire? Oh, okay. Sorry, es ist nur, ich bin ein bisschen langsam heute und also es tut mir sehr leid. Who I admire the most. Yes. Oh, das ist viel zu schwer. Okay. Es gibt zu viele Sängerinnen und Künstlerinnen und okay. Architektinnen, keine Ahnung. Tut mir leid. Alles gut. Das war's, du hast es geschafft. Das war das Warm-up. Oh. You did it. Beschäftigst du dich denn mit der deutschen Rap-Szene? Jetzt gerade ein bisschen. Ja, nach gestern Abend sollte dir vielleicht vor allem Trettmann ein Begriff sein. Der hat gestern auch 3 Preise gewonnen. Ja, ich habe Trettmann bei einer Preisverleihung in Hamburg letztes Monat erst gesehen. Stimmt, da hast du nämlich auch einen Preis gewonnen. Ja. Du räumst richtig ab gerade. Ja, okay. es läuft ziemlich gut gerade. Okay, dann kennst du vielleicht Trettmann Song mit Nura von Sixten. Ah ja, das habe ich gehört. Ja. Genau, den schauen wir uns jetzt an. Nura featuring Trettmann auf der 59 mit Chaya. Bitteschön. Und Calypso, du litterst die Wine und Dipso. Überall nur Blender, doch du bist nicht so. Ich bin deine Chaya. Alle Typen geiern, gib ein Fick, denn du bist meiner. Scheiß auf alle Viber, denn ich bin deine Chaya. Ich bin deine Chaya. Es sind nur wir zwei allein, Baby. Wir sind wieder
wieder zurück bei der Top 100. Bei mir immer noch Cat, Frankie. Wir mussten gerade kurz noch über den gestrigen Abend sprechen. Deswegen sind wir doch, ja, verhuscht. Dizzy war bei uns zu Gast vor kurzem. Den kennst du vielleicht auch. Es gibt die Verbindung zu Clouseau. Ja. Mit Clouseau hast du nämlich auch einen Song gemacht. Wie kam denn diese Clouseau-Zusammenarbeit einmal zustande? Ich glaube, es kam via seine Schlagzeuger, Tim Neuhaus. Ja. Also ich habe auch Lieder mit Tim gemacht und... Clouseau hat irgendwann gesagt, dass in dem Fall, dass er ein Duett schreibt, würde er vielleicht mich fragen, um das mit ihm zu singen. Und eventuell, irgendwann, ist es passiert. Es ist passiert. Und du hast auf Deutsch gesungen. Wie ist das für dich, auf Deutsch zu singen? Ja, schwer, komisch. aber ich wollte es machen. Es war ein Challenge. Und du hattest auch einen eigenen Song schon, habe ich so, dass so eine deutsche Zeile drin. So einen älteren, wie ich es Frauen verlassen oder? Ja, Frauen verlassen gibt's und der Ertrag gibt's. Und ich arbeite jetzt gerade an einem deutsches Lied. Ah, wow. Also okay. Immer noch. Und hast du das Gefühl, es verändert sich auch so jetzt im Laufe der Jahre, dass du besser sprechen kannst und dann auch anders singst? Wenn du Deutsch singst? Ja. Weil ich finde, man hört den Unterschied bei dem Clouseau-Song und zu dem alten Song. Man merkt so, dass du... Ja, das stimmt. Ja, und das Unterschied zwischen dem Recording und was wir beim Konzert machen jetzt. Okay. Ja. Wie ist es eigentlich mittlerweile in Australien? Weiß man dort von dir, dass du hier Musik machst und sehr erfolgreich damit mittlerweile bist? Glaube nicht. Glaubst du nicht? Nee. Also hast du mich nachgefragt? Willst du gar nicht wissen. Ja, ich bin nicht mehr so bekannt in Australien. Es ist schon eine Weile her, als ich da gespielt habe, auf Tour gegangen bin. Und man denkt aber auch nicht, oh, ich probiere es jetzt da nochmal, sondern man ist froh, dass es hier alles läuft und geht nie wieder zurück. Ja, genau. Okay, verstehe. Wir kommen zum nächsten Clip. Und zwar ist es der Latin-Trap-Künstler Bad Bunny aus Puerto Rico. Der hat sich mit Drake sein kanadisches Gegenstück quasi gesucht und sich zusammengetan. Und die beiden haben einen Song gemacht, der heißt MIA und ist auf der 26. Für euch, bitte. Für dich auch. Wieder zurück bei mir immer noch Cat Frankie. Gestern hat auch eine Band gespielt, die heißen Clan, die sind aus Leipzig. Kennst du wahrscheinlich auch jetzt spätestens. Und die waren letzte Woche hier zu Gast und haben eine Frage für dich dagelassen. Und diese Frage siehst du dort. Bitte. Hey, wir sind Clan und wir haben eine Frage an dich. Wann hast du dir das letzte Mal richtig Zeit genommen für eine Sache und wofür? Wann hast du dir das letzte Mal für irgendwas richtig Zeit genommen? Ich hab dieses Jahr einen Urlaub gemacht. Okay. Und ich mache Urlaube, ich urlaube nie. Mhm. Also es wäre sehr, sehr schwer für mich, so nichts zu machen. Ja. Ich kriege total schlechtes Gewissen. Hat das funktioniert dann in dem Urlaub? Oder? Also der erste paar Tage war sehr schlimm, ich war nicht gut drauf. Aber nach ein paar Tagen, ich hab bemerkt, ich mache jetzt einen Urlaub. Ich bin relaxed. Und es ist schön. Es ist schön. Ich weiß nicht, warum ich das nicht öfter mache. Okay. Es war total krass. Also Urlaube, ich empfehle das. Kann man nur empfehlen. Bist du denn generell jemand, der sich eher so Zeit für Sachen lässt? Oder bist du jemand, der so ganz, ganz viel immer gleichzeitig macht? Jetzt gerade ziemlich viel. Also früher war es nicht so, aber dieses Jahr war ziemlich krass. Also ich habe viele Auftritte bei sehr vielen Festivals gespielt und auch gestern Auftritte mit Clouseau natürlich, auch mit Olli Schulz und gleichzeitig. Und ich schreibe auch Musik für Filme und also es gibt schon eine Menge zu tun. Klingt stressig auf jeden Fall. Du hast gerade schon gesagt, du hast nicht mehr so wahnsinnig viel Bezug zu Australien in Sachen Musik, also weil du da selber irgendwie nicht wirklich stattfindest. Ja. Hast du eine Ahnung, wer gerade so der größte australische Popstar ist? Nein, soll ich? Kylie Minogue? Keine Ahnung. Ja, Izzy Azalea? Auch. Nee, es ist Troye Sivan. Oh, Troye, ja, natürlich. Ja, natürlich. Immer habe ich vergessen. Okay. Ja, natürlich, ja, super. Troye hat einen Song gemacht mit Charlie XCX, einen Song, der heißt 1999. Ja. Und ich frage mich, wie die beiden das eigentlich angestellt haben. Sie singen über 1999, sind aber, waren beide zu dem Zeitpunkt, sie war 2 und er war 7 Jahre alt. Aber sie sind anscheinend so ein bisschen retro und vermissen das. Fake News. Und wir schauen uns diesen Song an. Troye Sivan, Charlie XCX auf eine Neuvorstellung. 1999, bitteschön.
cause all night no phone. No cares, I was dumb and so young. My room singing Michael Jackson. Nah, under pressure. Those days it was so much better. Feeling cool in my youth, I'm asking, does anyone remember how we did it? And they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. Herzlich willkommen zurück bei der Top 100. Bei mir ein allerletztes Mal, Cat Frankie. Du musst dann auch schon wieder los. Wo auch immer ja. du hin musst. es gibt noch andere Verleihungen, außer den Preis für Popkultur. Es gibt die EMAs und die finden dieses Jahr in Bilbao statt, am 4. November. Und Feine Sahne Fischfilet, die gestern auch da waren, sind unter anderem nominiert als Best German Act. Wow. Und ihr da draußen könnt den Best German Act quasi mitbestimmen. Es gibt ein Voting. Und wie dieses Voting aussieht und was ihr machen müsst, das erklären euch Feine Sahne Fischfilet hier direkt persönlich. Bitteschön. Leute, wir sind Feine Sahne Fischfilet und wenn ihr wollt, dass wir umsonst nach Spanien reisen können, dann votet für uns als beste deutsche Act auf mtv.ema.com. Haut rein, Flavor Flav. Flavor Flav. Jo, ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt. Votet für Feine Sahne Fischfilet. Vielleicht auch für jemand anderen. Ich bin ganz unparteiisch, aber ihr könnt unter anderem auch für diese Band voten. Cut, wir sind am Ende angelangt. Wir müssen uns verabschieden. Traurig. Was steht an in den nächsten Wochen bei dir? Oder vielleicht erst mal morgen. Was machst du morgen zum Beispiel? Filmmusik. Filmmusik? Ja. Yep. Schreiben? Ja. Yep. Okay, klingt nach einem guten Plan. Ja. Dann wünsche ich dir erst viel Spaß dabei. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ruh dich gut aus. Und wir schauen jetzt noch zum Abschied George Ezra mit Shotgun auf der 23. Was? Tschüss. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. That I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Maybe you know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to... Cat Frankie ist weg, aber der nächste Gast wartet schon vor meiner Tür. Er ist ein Tausendsasser mit einem sehr selbstbewussten Namen. Er ist Podcaster, Moderator und natürlich auch Musiker. Hier ist für euch Rockstar. Wann werde ich so cool, genau so wie du? Hallo. Kommen Sie. Hi. Tag. Ja. Foto auch. Ich bin jetzt nicht mehr so zittrig. Warte. Ich bin manchmal zittrig. Aufregung. Ja. Yay, es geht schon wieder nicht. So. Jetzt. Yay. So, geschafft. Hallo. Na, setz dich. Hallo. Auch bei dir die Frage. Wie geht es dir nach gestern? Du warst da auch. Ich hatte 12 Gin Tonic. 12 Gin Tonic? Ja. Du hast noch ganz lange gegessen. Das waren Frinks. Das waren Frinks. Die muss man mitnehmen. Ja, Jaja Frinks. Okay, war das für dich ein guter Abend? Ja, es war ein. Also, irgendwann war es ein guter Abend. Der Rest davor. Ich bin ja nicht so ein Preisverleihungsfan. Ja. Ich war ja nur als Gast da und habe mir das alles mal angeguckt und war so. Kann man mitnehmen. Ja. Sehr gut. Ich habe gerade gesagt, Tausendsasser. Ist das ein Begriff, der dich mittlerweile nervt, wenn man das so sagt? Weil du so denkst. Nee, ich finde das eigentlich ganz schön. Ich finde das ja schön, wenn man ein paar Sachen macht und nicht immer nur sagt, das ist jetzt der. Ich mag das gar nicht, wenn einer sagt, du bist doch der Rapper. So, ja. Weil dann denke ich mal so, nee, eigentlich mache ich ja noch viel mehr. Okay, und was wäre so bei deiner Steuererklärung, wenn du so einen Begriff eintragen müsstest, was du bist, was steht dann da? Künstler, okay, ja, gut, stimmt. Das fasst ja quasi alles zusammen. Das finde ich auch immer so ein hochtrabender Begriff, aber. Ja, bist du aber. Ja, Künstler. Face it.
Künstler. Dieser Künstler. Du hast natürlich auch ein neues Album im Gepäck, sonst würde man ja nicht hier sitzen. Das erscheint am 26.10. Genau. Nach fast 5 Jahren bringst du jetzt wieder ein Album raus. Wie oft hast du zwischendurch gedacht, nö, mach ich nicht mehr, ich höre einfach auf? Ganz lange. Mit dem Scheiß. Ja. Bis 2016. Dann hat meine Ex-Freundin mich überredet und hat gesagt, mach wieder Musik. Und dann war ich so, okay, und dann war das ganz schlimm alles. Dann habe ich aber auf der Gamescom 2016 einfach grundlos ein Album angekündigt und habe gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit Nerd Revolution 2. Alle, es waren so ein paar tausend Leute bei der Xbox-Bühne und es war noch im Stream und alle waren so, mein Manager stand hinter der Bühne und war so, davon wusste ich auch nichts. Und das hast du dann, dann habe ich das, an einem Jahr habe ich gesagt, ja, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, nichts passiert in dem Jahr. Und dann 2 Monate später, nach der Gamescom, habe ich dann angefangen, tatsächlich an dem neuen Album zu arbeiten. Okay, was erwartet die Leute denn? Ich habe dieses tolle Teleshopping-Video gesehen, das haben wir leider nicht hier, sonst könnte man das auch einfach zeigen. Aber was können deine Fans erwarten von dem neuen Album? Naja, es ist so ein bisschen, da ich ja auch so sehr retro-affin bin und habe ich mir gedacht, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn man so ein bisschen diese deutschen Pop-Elemente und Rap-Elemente mit so, ja, so 80s-Synthie-Wave-Gedöns verbindet. Und deswegen ist es alles so ein bisschen in so einem leichten Juno 60 City Wave Gewand und sehr vielseitig, was so, also es ist mal düster, mal sehr poppig, so die neue Single ist ja jetzt sehr poppig. Ja, und ich habe mich ein bisschen ausgetobt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Mal sehr wieder. Gut, wir schauen auch direkt mal rein. Sehr gerne. Deine Single Highscore, dazu haben wir ein Video. Hier ist für euch Rockstar mit Highscore als Neuvorstellung. Bitteschön. Ja. Rosa Hubba Bubba vor dem Mund, ihr Blick fragt ordinär nur, Junge, was ist? Die Welt um uns auf einmal so verstummt, alles stand auf Pause, bis ihr Kaugummi geplatzt ist. Wann werd ich so cool, cool, genau so wie du? Du schreibst auf meine Tode. Ich lauf auf dich zu, schnippst ihn mit der Kuku. Mein Herz fragt mich, was tust du? Zu feinen Parkplatz, Luba fürs die Mann. Ich bin in mein Zimmer high, sie geht den Vibe. Dior 2001. Immer wenn sie immer schreit, weiß ich gleich, dass sie nicht mehr bleibt. Yeah. Baby weiß nicht, wo ich bleib. Oh nein, ich bin hier nicht mehr allein. Oh nein. Wir sind zurück bei der Top 100, bei mir immer noch Rockstar. Hey. Und auch du musst jetzt durch unser Warm-up durch. Bist du bereit dafür? Okay, das Gut. sind schnelle Fragen, wa? Schnelle Fragen, ganz schnelle Antworten. Okay. Für euch, Warm-up. Gut. Podcaster können auch ganz schnell sprechen, das ist gut. Der beste Podcast, der nicht von dir ist? Mit Verachtung. Interessantste Rapper Deutschlands derzeit? Lance Butters. Mach kurz Werbung für deinen Heimatstaat Rottgau. Wir haben Rewe. Typisches Dialektwort aus der Gegend, wo du herkommst. Gude. Was war vor 20 Jahren besser als heute? McDonald's. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein weiteres Album machst? Hoch. Das war's. Das war's. Warm-up. Bitte, für euch. Vorbei. Der Kanye West. Ne? Ja. Der ist ja ähnlich umtriebig wie du, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Viele Parallelen. Aber der ist auch ein bisschen nuts. Ein bisschen nuts. Bist du nicht nuts? Nicht so nuts. Nicht auf die Art also und Weise. Also ist jetzt keine Trump-Mütze. Ja, das stimmt. Wie ist deine Meinung generell zu ihm? Zum Kanye? Schon auch ein Genie, aber auch die letzte Zeit so ein bisschen, man guckt so drauf, ist immer so, Mann, was machst du denn? Also man ist ein bisschen, immer so ein bisschen traurig, enttäuscht, finde ich. Aber ich weiß immer noch nicht, ob das alles ein Riesen-Prank ist oder ob einfach wirklich ein bisschen, ob da so ob die Kardashian so 2-3 Lichter ausgeknipst hat, ich weiß es nicht. Findest du, man könnte, es wäre ein rechtfertiger Grund zu sagen, wegen diesem ganzen Trump-Gedöns deine Musik nicht mehr zu kaufen? Wäre das für dich ein Grund? Nein, ich weiß, es ist immer schwierig, das zu betrachten. Also wie gesagt, die Leute gehen ja dann schnell auf einen Punkt und sehen nicht das ganze Bild, deswegen sollte man sich das ganz angucken und das muss jeder für sich selber wissen. Manche Leute können ja auch ganz klar trennen, das ist mein Künstler und der hat halt ein paar dumme Ansichten, aber der macht halt trotzdem immer noch gute Kunst. Es gibt auch so Fälle, da geht das nicht mehr, so zum Beispiel beim Sänger von den Lost Prophets. Aber es gibt so ein paar Sachen, bei Kanye kann man das, glaube ich, könnte man das noch trennen. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe zum Beispiel auch mir die letzte EP dann gar nicht mehr angehört, weil ich dann auch so ein bisschen so war, so boah, ey, dieser Twitter-Grind mit diesem ganzen so, wo er dann irgendwie schreibt, ich bin sehr guter Ping-Pong-Spieler, da war ich so, stimmt nicht, Kanye, was das los wüsste ich aber. Okay, das Video, das aktuelle, kennst du vielleicht mit Lil Pump?
Kann nee, das kenne ich noch nicht. Das kennst du noch nicht. Na, sehr gut, umso besser. Gucken wir das jetzt. Dann gucken wir das jetzt. I love it auf der 18. Bitte. Like I felt when I went fishing. So much diamonds on my bust. Now, ooh, fuck, what's the time? Oh, yeah. Man, smoke, perp, sip, and drink. Ooh, fuck, she take lines. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. When the first time they ask you, you want sparkling or still? Are you trying to act like you was drinking sparkling water for your kid? 17, and we got a dream. I have a family, a house, and everything in between. And then suddenly, we're 10, 23, and then we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. Willkommen zurück bei der Top 100, immer noch bei mir Rockstar. Hey. Hey, wir dachten, wir wären jetzt mal so ein bisschen emotional. Wir reden mal ein bisschen über Emotionen. Ja. Ja, und zwar möchte ich nämlich wissen, wann du das letzte Mal bei einem Film geweint hast. Vorhin. Ich habe Bohemian Rhapsody schon gesehen. Da habe ich 2 Stunden durchgeflennt. Okay. Den fand ich nice, aber eigentlich darf ich noch nicht drüber reden, weil Embargo ist am 23. Aber egal, kann man ja sagen, ist ja gut, ja, auch für die. Und wo ich richtig viel geflennt habe, war bei Episode 8 von Star Wars. Also da habe ich einfach, da bin ich auch so, Schrift kommt rein und ich bin so, oh mein Gott, es bei ist der Star Schrift Wars. Ja, am Anfang. Ja, wenn die Mucke kommt halt. Dann ist halt so, man erst so, ja, es ist wieder Star Wars Zeit, nice. Und dann so 2 Stunden durch und dann am Ende wirklich? Boah. Ernsthaft? Bei Episode 7 krass, auch. Ich fühle mich gerade wie so ein Stein. Ich war nie bei Filmen. Das ist ganz komisch bei mir. Okay. Aber Star Wars ist da echt so, jedes Mal, wenn die Musik kommt, bin ich so getriggert. Bin so, fuck. Und bist du generell jemand, der, also bringt dich sonst irgendwas zum Weinen oder sind es dann wirklich auch nur die Filme? Mein Steuerberater. Wenn er da Künstler reinschreibt oben und du ja, das dann realisierst. Ja, müssen wir darüber reden, was da so passiert. Okay. Nee, ansonsten ist, ja, ich finde Weinen schon auch manchmal, hat doch was Gutes, so, wenn man das so, da löst sich doch natürlich, was von einem. Natürlich, Reinigung und sowas. Weißt du nicht? Ich weine, ja, aber nicht bei Filmen. Nicht also bei Filmen? Hast du noch nie bei einem Film geweint? Doch, im Flugzeug. Da passiert das immer. Das ist ja so ganz komisch, dass so Leute viel, viel eher im Flugzeug weinen bei Filmen als... Was für ein Film? Ich habe Jumanji im Flugzeug Bridget gesehen. Bridget Jones. Da habe ich auch geweint, weil er so schrecklich war. Ja. Bei Bridget Jones. Ja, im Flugzeug. Schokolade zum Frühstück. Ja, ich weiß nicht. Klassiker. Ja, ganz, ganz schlimm. So, gerade kommen nämlich alle Leute, ich mache Überleitung, alle Leute heulend aus dem Kino, weil sie den Film mit Lady Gaga und Bradley Cooper gesehen haben. Hast du den schon gesehen? Nein, nicht gesehen. Das soll aber sehr gut sein. Soll sehr gut sein. A Star is Born. Wie gesagt, alle weinen. Und es gibt natürlich auch Songs aus diesem Film. Unter anderem ein Duett der beiden, Lady Gaga und Bradley Cooper. Mit Cello auf der 11. Und wir sind wieder bei der Top 100 bei mir, Rockstar. Hey. Hast du geweint gerade eigentlich? Super schnell geweint. Aber ganz, ganz schnell geweint, alles wieder getrocknet. Sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie gerne du darüber redest, dass dein Vater Teil des Comedy-Duos Badesalz ist. Es gibt ja so Leute, die dann einfach keinen Bock haben, über sowas zu sprechen. Wir wollten es kurz thematisieren. Redest du gerne drüber? Ach, ich bin da total fein mit. Ich meine, was steht sich ja nicht im Weg. Und mein Papa und ich haben auch zusammen einen Podcast sogar, die Nachtsalms. Der ist aktuell noch hinter so einer Paywall, aber der kommt dann nochmal richtig. Und das ist dann auch, also warum soll man denn da so, nein, wir reden nicht darüber. Nein, nein, ist ja mein Teil, Ding. Ist ja Teil von allem. Ja, so. Genau. Was hat der ist ja auch auf dem Album drauf. Ach, wirklich? Der hat Saxophon gespielt bei Highscore. Wow, das ist toll. Da würde ich, glaube ich, weinen. Das war süß. Passiert. Das ist sehr süß. Hatte er einen krassen Einfluss auf dich und deine künstlerische Entwicklung auch? Ja, also natürlich ist es, wenn man als Sohn eines prominenten Comedians aufwächst. Ja. Und in den 90ern waren die ja big. So, da war das ja wirklich ein richtiges Ding mit Kinofilmen und Platten in Top 10 und so, was damals echt ja noch so, da hat man ja noch sehr, sehr viel Platten verkauft. Dann nimmt das natürlich ein komplett die,
die Denkweise ein, wie du Arbeit betrachtest und wie du Kunst betrachtest und was du damit machen kannst. Und das war immer total spannend. Und dann war man halt auch ganz schnell so, ich will das auch machen. Aber die ersten Jahre war es halt immer so, okay, der macht Comedy, mache ich auch Comedy. Ich habe gelesen, dass du so einen besoffenen Auftritt hattest beim Quatsch Comedy Club hier in Berlin. Beim Quatsch Comedy Club und dann nie wieder. Ja, das war wirklich richtig, die einzige und letzte. Nee, es gab ein paar Auftritte davor, aber die waren dann eher so regional, so Abiball und sowas. Ja. Und dann gab es halt irgendwann den einen Auftritt hier beim Quatsch Comedy Club auf der Talentschmiede. Ja. Bei der Talentschmiede und da habe ich gegen Cindy aus Marzahn verloren. Zu oh, Recht. Wow. Deswegen sagen ja auch manche Leute, ich wäre schuld an Cindy aus Marzahn gewesen. Ja, ich habe es nicht verhindert. So. Du konntest es nicht verhindern. Ja. Okay, ja gut. Comedian bist du nicht geworden. Nee. Ja, du bist Rockstar geworden. Ja, ich bin Rockstar geworden. Du bist Rockstar geworden. Und wer ist denn für dich die größte lebende deutsche Rocklegende? Jetzt pass gut auf, was du sagst. Schon Westernhagen. Ja, Westernhagen? Mhm. Okay. Aber ich bin da halt auch nicht so mega drin. Das ist vollkommen okay. Udo Lindenberg sagt dir aber was. Ja, Udo Lindenberg sagt mir was. Udo Lindenberg sagt das. Udo Lindenberg ist der einzige deutsche Solokünstler, der zum zweiten Mal ein MTV Unplugged aufnehmen durfte. Wirklich? Und das ist gerade erschienen. Und dazu gibt es natürlich auch eine Single-Auskopplung. Und die schauen wir uns an. Und das ist eine Neuvorstellung. Wir ziehen in Frieden. Udo Lindenberg. Für dich. Und der ich. Udo. Und Udo. Es ist 5 Sekunden vor dem großen Knall, aber wir sind überall. Komm, wir ziehen in den Frieden. Wir sind mehr als du glaubst. Wir sind schlafende Riesen. I think that you'll be happier. I want you to be happier than only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Willkommen zurück bei den Top 100. Bei mir immer noch Rockstar. Also soll ich dich eigentlich Max oder Rockstar? Sag doch einfach Max. Max ist bei mir. Und Max hat einen Instagram-Account. Und ja, auf dem haben wir uns umgeschaut. Oh Gott. Und das ist nämlich Behind the Post. Hier für euch, bitte. So, gucken wir mal. Das ist das Ding. Das ist das Bild, was wir von Albert ausgesucht haben. Und du beschreibst jetzt mal kurz, was darauf zu sehen ist. Darauf ist ein Ausschnitt meiner Man Cave zu sehen, dem Raum, in dem ich meine Sachen sammle. Ja. Und da ist ein Life-Size Gremlin, ja, da ist ein Life-Size E.T. und ein kleiner Marshmallow-Mann. Und im Hintergrund sind diverse Konsolen und ein alter Röhrenfernseher und ein R2-D2 lunst auch noch rein. Okay, und aber heißt Life-Size in der Größe, in der er in dem, ja, Film war? Krass, das habe, genau, ich mich gefragt, weil ich habe gedacht, er wäre viel kleiner. E.T.? Ja, oder ich dachte, du bist... Nee, der Bro ist schon groß. Ja, aber so? Nee, E.T. ist doch nicht so. Das ist doch, ist doch kein Hund. Ja, gut. Chihuahua. E.T. ist doch kein Hund. Da ist er ganz empfindlich, wirklich. Was ist denn deine Beziehung zu E.T.? Anscheinend eine sehr emotionale. Nee, ich find E.T. einfach vom Design super. Ich habe den auch jetzt schon gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich mag halt einfach, ich fand halt die Figur einfach, sich den in die Wohnung zu stellen, fand ich einfach irre. Redest du mit dem? Nee, aber es hat eine Freundin bei mir geschlafen, die hatte sehr, sehr viel Angst vor dem. Da habe ich ihr den nachts einfach direkt ans Bett gestellt. Und als sie morgens aufgewacht ist, hat er ihr ins Gesicht geguckt. Und ist einfach schreiend unter der Decke weg. Deine Freundin möchte man nicht sein. Nee. Gibt es denn, also du bist ja, wie man sieht, so sehr, sehr retro verliebt. Das ist ja anscheinend, ja, ich mag halt so Sachen von früher. Ja, und mag halt auch Quatsch. Ja, auch das ist gut. Gibt es denn irgendwas, was heute damit konkurrieren kann? So? Also gibt es irgendwie so filmisch was... Wo du sagen kannst, das hält damit. Ich glaube, das gibt es schon immer so. Also natürlich finde ich immer so Sachen, ich weiß nicht, ob sowas wie Stranger Things, was jetzt gerade so bei uns allen ja super viel triggert, ja, ob das dann aber auch als eigenständiges Werk in 20 Jahren noch wahrgenommen wird, weil es ja eigentlich auch wieder nur eine Referenz ist auf Sachen, die schon da waren. Und dann bleibt es ja eigentlich immer nur die Kopie. Aber ich glaube so, dass jetzt gerade schon immer noch Filme und Serien entstehen. Also allein sowas wie, ich nehme jetzt mal Breaking Bad, was ja einfach irgendwie jetzt auch erst 5 Jahre abgelaufen ist, oder Game of Thrones, dass man da schon in 20 Jahren drauf guckt, war so, das war eine krasse Zeit so. Also so für Serien und für Filme und keine Ahnung. Also es gibt Hoffnung, dass auch da gibt's auf jeden Fall noch jemand anders wieder sagen kann, ich bin jetzt retro, weil jetzt auch gute Sachen entstehen. Ja, also ich glaube, das ist immer dieses zu verteufeln, so, es gab nur die guten Sachen mit Back to the Future, Ghostbusters und sowas. Ja klar, das war alles mega geil und das hat Geschichte geschrieben, aber ja, es ist trotzdem so, dass immer noch genug kommt, was krass ist.
Sehr gut. Wir müssen einen neuen Clip schon wieder anmoderieren. Mhm. Zusammen vielleicht. Das ein ist ein riesiges Clip. Feature-Monster. Vielleicht kannst du zwei Sachen Mammut übernehmen Remix. Und ich die anderen. Nein. Ozuna und Cardi B, DJ Snake featuring Selena Gomez. Das habe ich doch alle schon selber gesagt. Ja. Taki Taki heißt der Song und ist auf der neuen für euch. Okay. Bitte. Move until the sun come up, porque I am the party. It's a fiesta, blow out your candles, have a siesta. They can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gets on. Dáileme como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Zurück mit Rockstar, immer noch bei der MTV Top 100. Die Top 100. Gerade in Erinnerung geschwelgt. Panic at the Disco. Panic Was at war the das Disco. Schön damals? Mega, es war richtig richtige MySpace-Player-Musik. Ja, das ist mein Profilsong-Musik. auch für dich wurde eine kleine Nachricht, eine kleine Frage dagelassen von einem Gast. JFM war zu Gast und hat für dich eine Frage dagelassen und die siehst du dort. Bitte. Was geht ab? Mein Name ist JFM und ich habe eine Frage an dich. In wie viel Backstage-Bereiche hast du dich in dein Leben reingeschmuggelt? Was für eine Frage. Hast du eine Antwort darauf? Hast du das jemals gesagt? Ich glaube, die Antwort ist super langweilig. Ich habe mich noch nie in Backstage geschmuggelt. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Tut mir leid, dass da jetzt nicht die mega geile Story dahinter ist. Gibt es irgendeinen Backstage, in den du dich gerne mal schmuggeln würdest, wenn du könntest? Ich weiß, manchmal will man Sachen sehen. Ja, nee, glaube ich nämlich auch. Also ich kenne ja auch die Trauer von Backstage-Räumen. Alle sind immer so, da geht's bestimmt mega ab. Und da sitzen einfach nur vier alte Männer, die an ihren Laptops sitzen, sind alle so, ja, reden nicht miteinander. Also ich habe schon echt Weinen so, zu Star Wars. Weinen zu Star Wars, das wäre geil. Aber sieht dein Backstage-Bereich genauso aus? Vier Männer an Laptops? Also bei den Podcast-Touren ist es wirklich immer super lame. Also das ist wirklich, das ist das Spannendste, dass wir uns immer vom Veranstalter auf dem Rider schreiben haben lassen. Also wir haben dem Veranstalter drauf geschrieben. Nintendo. Nintendo. Nee, wir haben gesagt, wir hätten gerne ein Bild von Jar Jar Binks oder von Adam Sandler mit einer Rose. Das war alles, was wir hatten. Das muss da irgendwo stehen, das Bild? Ja, in das einem muss Rahmen, da stehen. Oder was? In einem Rahmen, eingerahmt. Und Ohrkerzen waren eine lange Zeit ein Thema. Da haben wir Marek immer Ohrkerzen in die Ohren gesteckt und haben die es angezündet und haben dazu so... so Indianermusik gehört. Und so was machen wir. Das ist der verrückte oft, Lifestyle von uns. Wie oft stand dieses Bild dann wirklich da? Ich glaube, 10 Städte von 14. Wirklich? Ja. Krass, finde ich gut. Dass immer ausgedrucktes Jar Jar Bild. Und man denkt so, boah, die haben das echt gemacht, ey. Ja. Die sind bescheuert. Ja, mega. Okay, verstehe. Wie stellst du dir den Backstage von Calvin Harris vor? Der ist einer, ne? Calvin Harris und ein Feature mit bestimmt, Sam Smith, aber Calvin Harris. Also entweder ist er so ein ganz bescheidener Typ, der einfach sagt, ja, mir reicht das hier alles, oder er hat so krasses Stadion, lässt sich so einen Pool aufbauen und fährt mit einem Monster-Truck rein, keine Ahnung. Okay, ich kann es dir auch nicht beantworten. Ich kann dir aber sagen, wie sein Video aussieht, wenn er sein aktuelles. Calvin Harris featuring Sam Smith mit Promises, gestiegen auf die 4. Bitte. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Nummer 1 in den Charts und auf der Fahndungsliste. Ja. Berlin Lepra, willkommen in dem Fight Club. Ja. Roll über die Grenze in Maybach. Das Leben ist nicht einfach, schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Ja. Berlin Lepra, willkommen im Fight Club. Ja. Roll über die Grenze in Maybach. Ja. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Geschäft con Carrasco, Rap Nova Brasco. What? Ich sag den Kellner, ich will Cola und Carpaccio. Gucke nach.
Zurück bei der Top 100, bei mir immer noch Rockstar. Und nicht nur du, sondern jetzt auch ein Album. Ein so Album. Sieht das aus, das Ding. Und ja, wir verlosen das. Du musst es so halten, weil es eigentlich ein Dummy ist und auf der Rückseite sind die Lochis. Ich dachte, darüber reden wir nicht. Aber wenn du sagst, aber dann hier. Bitte schön, wenn du darüber reden möchtest, das geht euch, raus an euch. Lochis, Zwilling und vorne. Find ich und vorne dein Albumcover. Ja. Es gibt es nicht nur als CD, es gibt es als EP und es gibt es vor allem auch als MC. Ja, richtig, es gibt geil. Ein Tape. Auf zwei Kassetten. Eben gerade im Backstage das erstmal die MC in der Hand gehalten. Und mega geweint. Nee, aber gefreut. Ganz doll gefreut, schön geworden. Ist echt krass, mal seinen eigenen Kram als Kassette zu haben. Ja, voll gut. Du hast auch gesagt, der macht auch extra keine Deluxe-Box, ne? Nee, das so finde ich. Also ich bin ja so ein krasser Sammler. Und wenn ich so eine quatschige Deluxe-Box mache mit einem T-Shirt und einem Sticker drin, dann sind die Leute so, Maxim, hast du einen Arsch auf eigentlich? Deswegen, verrätst alle deine Ideale. Ja, das kann ich nicht machen. Das deswegen, da müsste nur krasses Zeug drin sein. Das war jetzt nicht möglich in der kurzen Zeit. Kein Problem, ihr könnt das hier jedenfalls gewinnen und zwar müsst ihr uns auch wieder, ihr dürft uns bei Social Media als Message verraten, wer denn euer Lieblings-Rockstar ist. Dann bekommt ihr dieses wunderschöne Album. So. Sehr gut. Wir sind auch in allen drei Versionen jeweils. Also in allen drei Versionen. Kassette, LP und CD. Mhm. Der Wahnsinn. Da werden die so Leute sind wir. Beschenkt. Du, wir sind am Ende angelangt. Wirklich? Am Ende der Sendung, ja. Ich fasse es nicht. Es ist vorbei. Schade. Super schnell, ne? Und wir dürfen einen Clip zusammen anmoderieren. Okay. Es gibt ein Dilemma. Die letzten Wochen waren bitter. Wir warten immer noch alle darauf, dass Didi D'Agostino endlich Zeit hat, ein Video zu seinem Hit zu produzieren. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Im Film malen die wieder so Strichmännchen wie früher. Die hatten doch immer früher dieses Art. Vielleicht machen wir das einfach, damit wir dieses Dilemma nicht mehr haben. Deswegen müssen wir euch Platz 2 zeigen. Denn wie gesagt, auf der 1 immer noch Didi D'Agostino. Hier sind also für euch Bones MC und Rough Camora mit 500 PS. Und wir sagen Tschüss. 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 Tschüssi, danke, dass du tschüss da warst. Tschüss. Schön, dass du da warst. Das ist mein Job. Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati, GTS. Manchmal gibt's Palaver, doch es regelt sich von selbst. Fühl mich wie Rocky, Rabe graviert auf dem Cockpit. Lipglas am Sippe, Kind der 90er Jahre wie Mobb Deep. Aus reiner Routine die Glock mit, denn recht wie ein Scott Fam.